So, wir machen jetzt ein paar Mobilisationsübungen. Zu meiner Linken habe ich schon mitgebracht den Andreas als Verstärkung. Wir beide zeigen euch jetzt, wie man mit einfachen Übungen die Gelenke mobilisieren kann, um einfach keinen Kaltstart zu produzieren, sondern den Körper auf eine Belastung, an eine Belastung zu gewöhnen, um die Muskulatur der Gelenke etwas zu durchbluten und die Gelenkflüssigkeit, schon mal die Produktion der Gelenkflüssigkeit ein bisschen anzuregen, damit das Gelenk nachher mehr Kraft vertragen kann. Wir fangen an mit dem Kopfgelenk, indem wir ganz entspannt die Arme hängen lassen, im schulterbreiten Stand, die Knie etwas beugen, Oberkörper ist aufgerichtet und drehen jetzt einfach den Kopf nach rechts zur Seite. Schulterachse bleibt stehen. So weit wie es geht, den Kopf drehen, kurz halten, über die Mitte dann zurückdrehen, zur anderen Seite und noch einmal zur ersten Seite, in diesem Falle nach rechts und nochmal nach links drehen und zurück zur Mitte. Jetzt mobilisieren wir die Schultergelenke, indem wir einfach Schulter kreisen. Rückwärts 5-6 Mal große, langsame Schwünge durch das komplette Gelenk. Die Arme sind lang, Schultern sind tief, ganz entspannt rückwärts kreisen und dann nochmal 5-6 Mal vorwärts kreisen. Super. Jetzt mobilisieren wir die Ellbogengelenke. Dafür strecken wir die Arme nach vorne aus, drehen die Hände so, dass der Handrücken nach unten zeigt und klappen jetzt einfach die Unterarme im Ellbogengelenk ein, ziehen also die Hände zum Körper ran und strecken wieder. Ähnlich wie einen Fluglotsen, strecken und beugen im Ellbogengelenk. 5-6 Mal reicht schon, um die Gelenke zu mobilisieren. Jetzt kommen die Handgelenke bzw. die Mobilisation der Handgelenke. Dafür strecken wir die Arme leicht nach vorne. Im Ellbogengelenk bleiben wir noch etwas gebeugt. Schließen die Hände zur Faust, zur lockeren Faust und drehen jetzt einfach im Handgelenk. 5-6 Mal, möglicherweise auch 10 Mal nach außen drehen und nach innen drehen. Und gut ist. Als nächstes mobilisieren wir die Gelenke der Wirbelsäule, indem wir im Oberkörper drehen. Dabei bleibt die Hüftachse stehen und wir rotieren nur über die Schulterachse. Kopf dreht natürlich mit. Wir fangen nach rechts an. Einfach langsam drehen nach links und rechts. Die Arme schwingen locker mit, ohne Körperspannung in der Muskulatur der Arme. Von links nach rechts schwingen. Auch hier 10 Mal pro Seite. Langsam auspendeln und stopp. Jetzt mobilisieren wir die Hüftgelenke. Wir ziehen das rechte Knie nach vorne oben und drehen jetzt einfach im Oberschenkel nach außen durch die Hüfte, rotieren, 5-6 Mal nach außen drehen, im Standbein, im Kniegelenk immer leicht gebeugt stehen. Danach Richtungswechsel nach innen drehen und Fuß absetzen, die andere Seite. Linkes Knie nach oben, nach außen drehen und stopp, nach innen. Okay, reicht. Als nächstes mobilisieren wir die Kniegelenke, rechtes Knie nach vorne ziehen, Zeigefinger der rechten Hand auf den Oberschenkel und wir drehen im Unterschenkel über diesen Anker, den wir uns selbst mit dem Zeigefinger gesetzt haben. 5-6 Mal nach innen drehen, stoppen und nach außen drehen. Okay, andere Seite, das Ganze jetzt mit links, nach außen drehen und nach innen drehen. Perfekt. Zum Schluss als letzte Übung
mobilisieren wir noch die Fußgelenke. Dafür strecken wir den rechten Fuß nach vorne, das rechte Bein aus. Im Standbein leicht gebeugt stehen und einfach im Fußgelenk kreisen. Ein paar Mal nach außen kreisen. Und nach innen. Fuß absetzen und zur anderen Seite. Und Richtungswechsel. Und Stopp. Das war's schon soweit mit den Ausgleichsübungen. Danke dir fürs Mitmachen. Natürlich müsst ihr nicht jede Übung immer machen, sondern einfach sucht euch die Übung aus, wo ihr es benötigt. Und wie gesagt, kleine Übung, großer Effekt.